Zufallsgröße und Wahrscheinlichkeitsverteilung. Wir wollen mal ins Casino gehen und da die ganzen Spiele uns anschauen und schauen uns das Spiel Chuck-A-Luck mal ein bisschen genauer an. In Chuck-A-Luck geht es darum, dass wir auf eine Augenzahl setzen. Wir haben drei Würfel und werfen diese drei Würfel. Wir setzen zum Beispiel auf die Augenzahl 4. Das heißt, wir haben hier natürlich ein dreistufiges Zufallsexperiment. Wenn wir jetzt auf die Augenzahl 4 setzen und wir jetzt hier einmal die 4 würfeln, dann erhalten wir den doppelten Einsatz zurück. Also haben natürlich einen Gewinn von einem Einsatz. Wir erhalten also immer den n plus einfachen Einsatz zurück. Wir können jetzt, wie rechts gezeigt war, im Baumdiagramm zeichnen alle Wege, also Augenzahl 1, Augenzahl 2, Augenzahl 3 und so weiter. Aber uns interessiert ja eigentlich nur, ob wir die Augenzahl 4 würfeln oder nicht. Das heißt, hier haben wir es nur unterschieden in nicht 4 und 4. Und das für die drei Würfe. Beim ersten Wurf ist es ja klar, nicht 4 bleiben 5 Möglichkeiten, also Wahrscheinlichkeit 5 Sechstel. Bei 4 bleibt noch eine Möglichkeit, also ein Sechstel. Und das gilt für alle drei Würfe. Wenn wir jetzt die Wahrscheinlichkeit ausrechnen wollen, zum Beispiel für zweimal die Augenzahl 4, dann müssen wir einfach nur alle Wege durchgehen. Das heißt, hier der erste Weg ist dieser hier und da müssen wir einfach rechnen, 5 Sechstel mal ein Sechstel mal ein Sechstel. Natürlich gibt es ja auch noch einen anderen Weg, nämlich dieser hier. Hier rechnet man dann 1 Sechstel mal 5 Sechstel mal 1 Sechstel. Oder der letzte Weg, dieser hier, da rechnet man dann 1 Sechstel mal 1 Sechstel mal 5 Sechstel. Das können wir natürlich auch folgendermaßen rechnen: 3 mal 5 Sechstel mal 1 Sechstel ins Quadrat. So, wir interessieren uns jetzt mal für die Auszahlung bzw. den Gewinn und die Gewinnwahrscheinlichkeit. Wenn wir eine Auszahlung von 0 US-Dollar haben, dann haben wir einen Gewinn von minus 1. Bei einem geworfenen 4 erhalten wir dann den zweifachen Einsatz zurück, wie vorhin schon gesagt. Bei zwei geworfenen 4 erhalten wir das Dreifache und dann 4. Wie gesagt, erhalten wir bei einer Auszahlung von 0 US-Dollar, ja, nichts zurück, wir haben aber was eingesetzt. Das heißt, wir haben einen Gewinn von minus 1, also eigentlich einen Verlust. Und das andere jeweils um 1 reduziert, also einen US-Dollar Gewinn, 2 US-Dollar und 3 US-Dollar. Die Gewinnwahrscheinlichkeit kann ich mir am Baumdiagramm einfach herleiten. Ich muss einfach alle Wege durchgehen, bei denen man jetzt keinen Vierer geworfen hat. Das wäre jetzt in diesem Fall für 0 geworfene Vierer, ist ja 5 Sechstel mal 5 Sechstel mal 5 Sechstel, also 125 216. Für die anderen zwei muss ich auch einfach die Wege durchgehen. Das könnt ihr mal am Baumdiagramm durchschauen. Dann müsste Folgendes rauskommen. Jetzt zu einer wichtigen Definition. Eine Funktion x, die jedem Ereignis klein Omega eine reelle Zahl zuordnet, heißt Zufallsgröße. Und das können wir auch kurz darstellen, weil es ja eine Funktion ist. Aber was heißt denn das jetzt genau? Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Wir haben jetzt hier ein Beispiel, wir setzen uns mal auf die Augenzahl 3 und würfeln Folgendes. Meine Funktion x ordnet diesen drei Werten hier, also diesen Dreitupel ordnet das jetzt eine reelle Zahl zu, nämlich 2 Euro, weil wir 2 Euro Gewinn machen. Bei diesem Ergebnis hier hätten wir ja gar keine 3, das heißt, wir würden sogar Verlust machen, also Gewinn minus 1 Euro. Die Funktion ordnet dann eben diesem den Gewinn von minus 1 zu. Hier haben wir ja eine 3 gewürfelt, das heißt, wir haben die Zuordnung zu einem Euro.
Das stellt man immer als Tupel dar. Hier sind jetzt drei Dreier, also haben wir einen Gewinn von 3 Euro. Wenn wir jetzt jedem möglichen Wert, den die Zufallsgröße x annehmen kann, die Wahrscheinlichkeit zuordnen, dann erhält man die Wahrscheinlichkeitsverteilung. Das können wir bei unserem Beispiel jetzt mal machen. Wir haben hier jetzt in einem Histogramm, wollen wir das veranschaulichen, das macht man sehr häufig bei der Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und hier unten haben wir jetzt nochmal die Wahrscheinlichkeiten. Wir haben es vorhin angegeben als Bruch, 125, 216. Ich habe es jetzt hier mal auf 3 Dezimalen gerundet. Das heißt, bei dem Gewinn von minus 1 haben wir 0,579. Wir machen hier also einen Balken der Breite 1 und der Höhe gleich der Wahrscheinlichkeit. Also dieser Balken hier hat die Höhe von 0,579. Dementsprechend können wir das andere auch durchmachen. Bei 1 hat es die Höhe von 0,347 und so weiter. Wenn wir uns jetzt dafür interessieren, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Zufallsgröße kleiner gleich 2 ist, dann haben wir die Zufallsgröße für x gleich minus 1, x gleich 1 und x gleich 2. Weil für diese drei gilt, dass die Zufallsgröße kleiner ist oder kleiner gleich 2 ist. Das können wir entweder jetzt alles addieren oder wir können auch 1 minus die Wahrscheinlichkeit von x gleich 3 machen. Also 1 minus die Wahrscheinlichkeit, die noch übrig bleibt. Weil, das können wir machen, alle Wahrscheinlichkeiten addiert. Müssen immer 1 ergeben. Und deswegen können wir hier auch quasi über das Gegenereignis gehen. Wenn wir jetzt eine Wahrscheinlichkeit bestimmen wollen, die kleiner gleich einer gewissen Größe ist, dann nennt sich das auch die kumulative Verteilungsfunktion der Zufallsgröße x. Kurz schreiben wir hier auch ein Groß F von x, nicht zu verwechseln mit der Stammfunktion, das ist jetzt was anderes. Das heißt, in unserem Beispiel wollten wir p von x kleiner gleich 2 bestimmen. Da könnten wir jetzt auch kurz hinschreiben f von 2. Und damit wäre natürlich auch sofort klar, dass wir hier meinen p von x gleich minus 1 plus p von x gleich 1 plus p von x gleich 2. Also alle, die darunter oder gleich dem Wert sind, werden addiert.